So Leute, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 20. Heute mit dem ersten Nordderby in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der Hamburg SV gegen Hannover 96. Ja, ich weiß jetzt, es sind immer größere Abstände, bei denen ich die Videos mache, aber ich habe einfach ein bisschen viel zu tun, aber ich hoffe mal, dass ich im nächsten Jahr denn die Videos wieder regelmäßiger bringen kann. Das heißt also Sonntag 1 und Mittwoch 1. Ich werde natürlich versuchen, auch am Weihnachten noch ein Video zu drehen und das hochzuladen. Ja, einfach mal abwarten. Gut, auf jeden Fall jetzt heute gegen den Hamburger SV. Ich bin mal gespannt, wie dieses Spiel wird. Denn wir wissen ja, das letzte Spiel, das war ganz schön spannend gewesen gegen Greuther Fürth. Also, gucken wir mal. Ich werde jetzt die Aufstellung machen. Nebenbei läuft die Hymne von den Hamburger SV. Und wir sind es in 3 Minuten wieder im Stadion. Bis gleich. Heute sind wir zu Gast im Volksparkstadion in Hamburg, liebe Zuschauer.
Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß. Zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Hamburger SV gegen Hannover 96. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Welchen Eindruck macht die Auswärtsmannschaft auf dich, Buschi? Und die Saison läuft für sie bisher genau wie geplant. Punktetechnisch im Soll, spielerisch teils eine Augenweide. So kann man Meister werden. Kann, weil noch so viele Spiele zu spielen sind. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Sie treten hier nur mit einem Stürmer an, Buschi. Gibt ja viele Teams, die das mittlerweile so machen. Und das geht auch, wenn entsprechend aus dem Mittelfeld die Unterstützung kommt. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Für sie geht es heute in der 4-3-3-Formation in dieses Spiel. Und in der Mitte der Stürmer ist wohl, wir kennen das, ein Stück zurückgezogen. Das ist diese falsche 9. Alles klar, Leute. Fangen wir mal an. Los geht's. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Sieht vielversprechend aus. Aaron Hunt. Da sind Mitspieler frei. Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Flanke kommt nicht durch. Schönes Zuspiel. Was macht er draus? Sieht gefährlich aus. Die Riesenchance. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Jetzt der Ballverlust. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt die Flanke. Nee, der Ball ist erstmal weg. Er spielt auf einer neuen Position. Ungewohnte Position, Buschi. Das ist ja immer die Frage. Klappt das? Kann sich so ein Spieler schnell umstellen? Kann er sich auf diese neue Rolle einstellen? Und wenn wir ehrlich sind, wir müssen sagen, das klappt. Das kann er. Das macht er richtig gut. Es gibt ja Spieler, die können eigentlich nur eine Rolle, nur eine Position. Aber dann gibt es auch die, die unglaublich flexibel sind. Die können mehrere. Und die Chance. Da passt Elfmeter. Oh nein, Elfmeter. Legen Sie gleich zurück. Ungleich. Oh nein. Was habe ich getan? Nichts zu diskutieren. Und hier gibt es Elfmeter und dazu noch die rote Karte. Da ist er drin, der Elfer. So ein Mist! Er läuft an und verwandelt diesen Elfmeter. Wirklich souverän gemacht, auch auf diesem Niveau, nicht selbstverständlich. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ist hier immer noch am Ball. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Hinterseher. Khaled Nari. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht.
gefährlich. Klasse Pass. Starke Parade. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Kairo. Rick van Drongelen. Aaron Hunt. Kein guter Abschluss, aber sie bearbeiten ihn da auch vehement. Ja, und dadurch ist das überhaupt nicht gefährlich. Das haben sie gut verteidigt. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ja, könnte was werden. Könnte der Ausgleich sein. Ja, und auf den Ecke. Nehmen wir uns kurz Zeit für die Wiederholung des Elfmeters. Da kommt die Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Schön dazwischen gegangen. Ja, mit viel Übersicht. Jetzt ist es gefährlich. Weiter der HSV, ja, das könnte gefährlich werden. Schuss! Und den Ball hält er problemlos. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Sieht gefährlich aus, gute Aktion jetzt. Kairo, er trifft den Pfosten. Das ist 2-0. Ballverlust. Macht er gut. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Und da ist der Ball wieder weg. Sie erobern den Ballbesitz. Klasse Einsatz. Auf außen ist jetzt Platz. Das macht er gut. Super dieses Zuspiel. Klasse Pass. Was macht er draus? Oh. Wenn er den macht, steht sie unentschieden. Ärgerlich. Er vergibt die Chance. Aaron Hunt. Moritz. Super dazwischen gegangen. Guter Vorstoß, kann was werden. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Könnte der Ausgleich werden. Und das ist der Ausgleich. Ja, macht ihn rein, Ausgleich. Eine super Aktion, sie sind wieder drin im Spiel. Schauen wir mal, was noch alles passiert. Und dieses Tor in Unterzahl zeigt doch, dass die Moral in dieser Mannschaft intakt ist. Ja, sie müssen aber natürlich mehr investieren, um ein Tor zu schießen und belohnen sich in dieser Situation. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Moritz. Da ist Platz. Gute Aktion. Hinterseher. Das war die Möglichkeit, aber er macht ihn nicht. Hernandez. Super Pass. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Kairo. Da sind Mitspieler frei. Kairo. Kann er was draus machen? Aaron Hunt. Schwacher Abschluss. Da hat er den Ball nicht voll erwischt. Vielleicht können sie diese Ecke jetzt nutzen. Die Fans sind da. Der Druck ist im Moment enorm. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr.
Rick van Drongelen. Kalenari. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Flanke kommt an den kurzen Pfosten. Flanke zu ungenau. So hat sie der Torwart. Er holt sich vorne den Ball. Kairo. Moritz. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Er holt sich den Ball. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Albornoz. Gefährlich! Könnte die Führung werden. Unglaublich! Was für eine Parade! Den habe ich schon drin gesehen und dann dieser sensationelle Reflex. Ecke in die Mitte. Und das 2-1. Der war schwer zu nehmen, aber er macht ihn rein. Ganz stark gemacht. Ein richtig schönes Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Weiter der HSV. Ja, das könnte gefährlich werden. Da ist die Chance für die Flanke. Der Ball kommt wieder zurück. Ball kommt in die Mitte, holt sich den Ball im eigenen 16er. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Hernandez in den freien Raum. Ja, das könnte was werden jetzt. Wichtige Aktion. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Aaron Hunt. Sie kommen über den Flügel. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Ball an den kurzen Pfosten. Da fängt er die Flanke ab. Frühe Stören jetzt. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. So, alle können sich wieder beruhigen. Die unmittelbare Gefahr ist jetzt erstmal beendet. Abwehr ist wieder da. Konterchance vertan. Ballverlust. Leibold. Ganz energisch. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Gut verteidigt. Und Halbzeit. 3 Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2-1 der Pausenstand. Knappe Führung. Bloß dieses Foul war unnötig. Da passt der Torhüter auf. So, machen wir weiter. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Hernandez. Klasse Pass. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Da schießt er. War das eng. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Rick van Drongelen. Und jetzt haben sie den Ball.
Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Sieht gefährlich aus. Da geht er im Strafraum resolut dazwischen, aber gut gemacht. Kein Foul. Die Information ist noch warm. Er wird nach Barcelona wechseln. Ein Tor. Und jetzt die Chance. Das ist gut verteidigt. Aaron Hunt. Hinterseher. Moritz. Jetzt ist der Platz da. Da verlieren sie den Ball. Und weiterspielen, hat der Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Und direkt zurückgespielt. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Gute Aktion. Kann er was draus machen? Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Er gibt abseits. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Berkay Özgan. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Kalenari. Und er schießt. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Der Ballverlust. Cairo. Ja, könnte was werden. Super gemacht. Gute Verteidigung. Es ist schon frustrierend. Sie haben Chance um Chance und machen nichts draus. Entsprechend liegen sie hinten. Es ist zu wenig. Was jetzt vielleicht. Da kann sich was entwickeln. Achtung hier. Das und das 3-1. Für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Cairo. Aaron Hunt. Da ist Platz auf dem Flügel. Gute Chance für eine Flanke. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Was macht er draus? Aaron Hunt. Gefährlich! Das sieht durchaus vielversprechend aus. Ja, das sieht der Trainer gar nicht gerne. So eine Chance müssen sie nutzen. Ja, aus der Distanz vor allem, Wolf. Da müssen sie das Tor schon machen. Korb. Hernandez. Und da kommt er an den Ball. Oh, viel Platz jetzt. Die Riesenchance. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden. So, wir wechseln nochmal aus. Prep. Könnte jetzt was werden. Gut gemacht. Gutes Tackling. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Cairo. Moritz. Jetzt ist gefährlich. Balleroberung, ja. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance.
Wenn sie nochmal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Ei, das war Pech. Super Freistoß. Zentimeter fehlen. José Belles. Klasse Aktion. Ball ist weg. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt vielleicht die Flanke. Und jetzt der Schuss. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Duziak. Ja, energischer Vorstoß. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Aaron Hunt. Der Ball ist drin. Die Überzahl hat da natürlich auch eine Rolle gespielt. Überhaupt keine Frage, das haben sie gut genutzt. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Prep. Ostrolek. Ja, könnte was werden. Da muss er aufpassen. Aaron, super Pass. Da ist er jetzt durch. Das ist noch gefährlich. José Belles. Prep. Oh, Unmut bei den Fans. Kein Elfmeter. Enge Entscheidung. Schöner Pass. Klasse Pass. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. So, wir wechseln noch einmal aus. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Die Ecke kommt. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Aaron Hunt. Da ist der Ball weg. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ostrolek. Macht er gut. Da passt er auf und kann klären. Kommt jetzt die Flanke? Oh, da sollte er nicht hin. Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Aaron Hunt. Toller Pass. Nix wird's mit der Chance. Abgepfiffen, abseits, aber ganz knappes Ding. So, Buschi, wir blicken an die Seitenlinie. Beim HSV wird es einen Wechsel geben. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Der Ballverlust. Ganz enge Kiste hier. Es ist nur ein Tor und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Die Fans des HSV glauben weiter an den Sprechen. Gute Aktion. Bobby Wood. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Da ist die Balleroberung. Berkay Özkan. Oh, das sah vielversprechend aus. Er bringt den Ball jetzt nach vorne.
Was macht er draus? Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Ballverlust. Sie schalten noch mal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Und das war's. Das ist es gewesen. Ein ganz knapper Sieg. Das Spiel ist vorbei. Trotz Unterzahl. Sie waren heute in Unterzahl und mussten richtig viel laufen. Ja, aber es hat funktioniert. Und das ist natürlich zum auch Glück ist jetzt erstmal Länderspielpause in dieser Mannschaft. Sie haben sich hier heute den Sieg geholt. Ja, sie haben hier jede Menge Tore erzielt. Eine klasse Leistung, so kennen wir sie. Meine Oma kennt die Runden, wer kennt sie nicht? Meinen Kumpel seh ich im Blocker 31, mit Spielen geh ich im. Und die Chance! Dann gucken wir uns nochmal die Tore an. Und die Ergebnisse Elfmeter und dazu noch die rote Karte. Da ist er drin, der Elfer! Könnte der Ausgleich werden. Und er macht ihn rein. Ausgleich. Eine super Aktion. Sie sind wieder drin im Spiel. Komm mal. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Lieben die Roten, unseren Verein. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als 96 Fan zu sein. Es ist ja erste Liga und Hannover ist da. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Aaron Hunt! Der Ball ist drin! Bayern trinkt ein. Oh, auf zur Pressekonferenz. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Vielen Dank für diese Statements. So, als nächstes die Europameisterschaftsqualifikation an. Die letzten Minuten, noch einmal der HSV. Allerdings, wie beim letzten Mal, wird dieses Spiel
ausspielen kann, also wie in FIFA 19. Die Länderspiele werde ich alle nicht zeigen, außer die EM, die hier kommt. Leute, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit dem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Bis dann.